dass ich auch selbst sagen zeitlich im Rahmen bleibe. Und wollte mich erstmal zu Beginn bedanken für die Möglichkeiten, für die Einladung, sagen hier gleich am Anfang sprechen zu dürfen und die erste Keynote halten zu dürfen. Und ich wollte mich auch vor allen Dingen bedanken und einen Glückwunsch sozusagen raussenden an die Organisatoren für diese wunderbare Organisation der Tagung. Also so eine sehr große Veranstaltung mit so vielen Teilnehmern so hinzubekommen, ist schon ein großes Ding. Und Dankeschön, dass ihr das gemacht habt. So, ich will aber gar nicht viel reden, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz so genau, wie lange ich brauchen werde. Ich habe das alles zusammengekürzt oder versucht zusammenzukürzen auf die 25, 30 Minuten, die gegeben wurden. Und von daher steige ich gleich mal direkt ein. Genau, im Call for Papers hieß es ja unter anderem, dass es darum gehen soll, wie sich die geschichtswissenschaftliche Forschung ihre Themen, Praktiken sowie Kommunikations- und Publikationskultur im digitalen Zeitalter verändern. Und wie das Verhältnis von digitalen und klassisch-hermeneutischen Methoden neu zu bestimmen ist. Und genau zu dieser Frage möchte ich gerne meinen Beitrag leisten oder auch einen Beitrag widmen, vor allen Dingen zu dem ersten Teil dieser Frage. Dabei ist, wenn wir uns die aktuelle Situation angucken, und Jürg Wettlaufer hat das ja vorhin schon zusammengefasst und schon gesagt, sind wir eigentlich in einer sehr, gerade in einer sehr dynamischen, sehr spannenden Phase. Wir haben mehrere Professuren, die entweder ausgeschrieben wurden oder zum Teil auch eingerichtet wurden. Wir haben sozusagen im Rahmen von der NFDI ein eigenes Konsortium für die Geschichtswissenschaft oder historisch arbeitenden Geisteswissenschaften eingereicht, in der Hoffnung, dass das in diesem Jahr hoffentlich auch bestätigt wird. Wir haben, ich glaube, das erste Band soll im September erscheinen, eine neue Zeitschrift, die entstanden ist oder im Entstehen ist, und mit einem sehr innovativen Format, das Journal of Digital History. Und natürlich haben wir verschiedene Tagungen, also einerseits die Tagung heute oder jetzt diese Tage, aber es gibt dann auch sozusagen einen Covid-Verschub, die Data for History-Tagung dann vom 19. bis 21. Mai in Berlin, beziehungsweise wird die sehr wahrscheinlich sozusagen über eine längere Zeit bis zum 30.06. dann gezogen werden, eben auch Covid-bedingt. Und im Dezember gibt es dann noch eine Tagung zu Datafication in the Historical Humanities am DHI Washington. So, das ist eine ganze Menge aktuell passiert. Und wenn wir uns auch die Publikationen anschauen, sehen wir, dass es die Diskussion, was eigentlich Digital History ist, gerade habe ich zumindest den Eindruck, deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Und wir hier viele spannende verschiedene Beiträge in den letzten 2-3 Jahren haben. Was ich mit meiner Keynote jetzt gerne machen möchte, ist nicht sozusagen noch eine weitere Perspektive auf die Frage, was Digital History ist, zu bieten, sondern es das unter einem bestimmten Fokus, ein bestimmtes Element noch vielleicht zu dieser Diskussion hinzuzufügen. Also Ziel meines Beitrages ist einerseits, die Digitalisierung als solche erstmal medienhistorisch einzuordnen, zumindest ein Versuch, ein Angebot sozusagen Digitalisierung zu lesen in einer medienhistorischen Perspektive. Und was man vielleicht auch als mögliche Grundlagen für die Auseinandersetzung mit digitalen Geschichtswissenschaften verstehen könnte oder sehen könnte oder zumindest ein Beitrag dazu ist. Genau, vor diesem Hintergrund möchte ich dann auch die Entwicklung in den digitalen Geschichtswissenschaften oder in Geschichtswissenschaften als solches in diesen Kontext einordnen und am Ende vielleicht mögliche Perspektiven aufzeigen. Wenn die Frage gestellt wird, inwieweit die Digitalisierung ein grundlegender Medienwandel ist, sozusagen ein grundlegendes Ereignis, Veränderungsprozess ist, dann wird relativ häufig der Vergleich zum Buchdruck gezogen. Und das ist relativ naheliegend. Wir haben durch die leichtere Produzierbarkeit beim Buchdruck damals eine größere und exaktere Verbreitung von Wissen, dadurch, dass sozusagen der gleiche Text entsprechend vervielfältigt werden konnte. Eine größere Zugänglichkeit durch günstigere Preise. Wir haben eine Entstehung eines eigenen, ganz neuen Systems der Herstellung, Verbreitung mit dem Verlagswesen. Und wir haben auch, genauso wie bei der Digitalisierung,
eine deutlichen gesellschaftlichen Einfluss und historischen Einfluss, sowohl was sozusagen religiöse Entwicklungen angeht, als auch politische. Ne? Man braucht nur an Luther zu denken oder an die Flugschriften. Und die Analogie drängt sich schon in einer gewissen Weise auf, weil wir auch mit der Digitalisierung und spätestens mit dem Internet die Möglichkeit haben, Texte schnell und breit zu veröffentlichen, zugänglich zu machen und so weiter. Und natürlich auch da eine Veränderung, gerade auch in den Geschichtswissenschaften oder in den Geisteswissenschaften, was das Verlagssystem und das Publikationssystem angeht. Und auch die politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen sind deutlich spürbar. Aber dennoch denke ich, dass es zu kurz greift, weil wenn wir schauen, was sich mit dem Buchdruck verändert hat, im Gegensatz zur Handschriftenkultur davor, muss man erstmal feststellen, dass eine ganze Menge gleich bleibt, nämlich die Art und Weise, wie Wissen gespeichert und oder Informationen und Wissen gespeichert und transportiert werden. Möchte man wirklich den tiefgreifenden Wandel, den die Digitalisierung mit sich bringt, fassen, glaube ich, muss man noch ein Stück zurückgehen und überhaupt auf die Entstehung der Schriftlichkeit gehen. Ja, während beim Buchdruck wir nur eine graduelle Entwicklung haben, von die Möglichkeit, Texte zu verbreiten, nimmt deutlich zu und diese möglichst ähnlich zu verbreiten, haben wir bei der Schriftlichkeit tatsächlich eine disruptive Veränderung, was die Repräsentation von Information und Wissen angeht. Was sich ändert, ist der Modus der Kommunikation. Und diese Veränderung des Modus der diese modale Änderung der Kommunikation führt letztlich zu einer grundlegenden gesellschaftlichen Veränderung. Genau. Was genau oder wie genau kann man das beschreiben? Für die Zeit vor der Schriftlichkeit ist natürlich die Zeit der Mündlichkeit, Oralität. Und in mündliche Kommunikation ist dadurch geprägt, dass sie an einem bestimmten, eine bestimmte Situation, eine Präsenz der beiden Teilnehmer gebunden ist. Und die Inhalte werden nur im Gedächtnis transportiert oder gespeichert und transportiert. Das heißt also, alles Wissen, alles Kenntnisse, Informationen werden von den einzelnen Personen in ihrem Gedächtnis gespeichert. Und wenn die dann wiederum aktualisiert werden, werden ausgegeben werden, wenn man so möchte, werden die dann meist auch immer wieder den Kontext und der Gegenwart entsprechend angepasst. Sodass das Wissen und Informationen nicht festgeschrieben werden, sondern durch diese mündliche Weitertragung auch immer wieder verändert werden und den Rahmenbedingungen angepasst werden. Bei der Schriftlichkeit ist das anders. Mit der Schriftlichkeit wird die Kommunikation, wird das Wissen aus der Sprechsituation herausgelöst und in ein Objekt transferiert. Ja, es wird materialisiert, beispielsweise in Schrift, sei es auf Stein, auf Papier, auf Pergament. Und dadurch wird dieses Wissen erstmal fest und überdauert in dieser Art und Weise, wie es niedergelegt ist. Es wird aber referenzierbar, kann gesammelt und verglichen werden, kann neu strukturiert werden, festgeschrieben werden, aber auch fortgeschrieben werden auf diese Art und Weise. Das heißt, wir haben hier eine erhebliche Komplexitätssteigerung. Und wie wir alle wissen, wird dieses Wissen dann in Form von Büchern, von Pergament, von Papier und so weiter in Bibliotheken und Archiven gespeichert. Und man kann auch das, was einmal gedruckt ist, was geschrieben ist, nicht ohne weiteres ändern. Und man kann aber immer darauf referieren, auf entsprechende Texte und darauf aufbauen. Das hat im Mittelalter mindestens, aber auch sonst zu erheblichen Innovationen und erheblichen Veränderungen geführt. Wir haben eine neue Form der Wissensorganisation, also einerseits, was die Techniken und die Formen angeht, aber auch indem Enzyklopädien erstellt werden, Summen erstellt werden, Wissen gesammelt, verglichen und erweitert wird. Es gibt erst mit der Schriftlichkeit tatsächlich komplexes Recht und Rechtssammlung. Verwaltung, Wirtschaft, politische Institutionen basieren auf größeren Textkonvoluten oder auf pragmatischer Schriftlichkeit, um entsprechende Gebilde, entsprechende Institutionen tatsächlich in einem großen Format und über große Gebiete hinweg zu ermöglichen. Und letztlich verändert sich durch die Schriftlichkeit auch Sprache und Denken. Also wir haben hier tatsächlich einen tiefgreifenden, was glaube ich naheliegend ist, einen tiefgreifenden Einfluss auf
Gesellschaft, wie eine Gesellschaft strukturiert ist, aber auch wie Wissen gespeichert und produziert wird durch die Verschriftlichung. Was passiert, wenn wir das sozusagen jetzt vergleichen bei der Digitalisierung? Auch hier wird die Art und Weise, wie Wissen, wie Informationen gespeichert und bereitgestellt werden, grundlegend geändert oder verändert sich grundlegend. Einerseits werden Informationen nicht mehr in einzelne materielle Objekte festgeschrieben, sondern sind Informationsinfrastrukturen als digitale Daten hinterlegt, ja, als Binärcode in Nullen und Einsen gespeichert. Dabei wird Inhalt und Form getrennt. Die Speicherung erfolgt von den Informationen auf der einen Seite auf einer Datenebene und die Ausgabe wiederum auf einer Präsentationsebene. Und das ist aber trotzdem wichtig zu betonen, das Ganze ist natürlich nicht sozusagen unabhängig von irgendwelchen Objekten oder von irgendwelcher Materialität, sonst braucht man eine spezifische Infrastruktur. Ja, dabei löst sich die Grenze zwischen den unterschiedlichen medialen Formen, zwischen Texten, Bildern, Videos, Ton und so weiter, auf oder wird verschoben. Das Gleiche gilt sagen auch für die Daten und Datenkonstrukte. Dabei können Daten digital oder digitale Daten beliebig häufig verlustfrei und fehlerfrei reproduziert werden und innerhalb eines Informationssystems, wie zum Beispiel den Internet, abgerufen und gespeichert werden. Dabei löst sich durch die spezifische Form Distanz und Nähe, Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit entsprechend auf. Und was besonders wichtig ist, diese digital repräsentierten Informationen sind grundsätzlich immer veränderbar. Sie sind nicht festgeschrieben, sondern immer veränderbar. Wobei man sagen, diese Informationen, die sagen, Repräsentation dieser Informationen auch sagen, auf Grundlage von Algorithmen maschinell verarbeiten und verändern kann. Man kann Daten und damit Informationen abrufen, vervielfältigen, zerteilen, zusammenführen, verlinken, verändern, berechnen, darstellen und so weiter. Ich möchte das ganz kurz noch mal genauer spezifizieren, was damit gemeint ist, um das vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen. Ne, einerseits, egal ob wir Texte, Videos, Bilder, Objekte, Töne haben, alle können letztlich in Binärcode repräsentiert oder werden letztlich in Binärcode repräsentiert. Wir haben das bei den Texten, hier im Beispiel in ASCII-Code, mit den Zeichensätzen, die dann sagen, die Buchstaben, die wir verwenden, entsprechend in Binärcode umwandeln. Bei Bildern werden die Bilder beispielsweise bei Rastergrafiken in Pixel eingeteilt. Für jedes Pixel gibt es bestimmte Werte und die bestimmten Werte können sozusagen als diskrete Zahlen abgespeichert werden. Und das Gleiche passiert beispielsweise auch bei Tönen, wo wir einerseits sozusagen Zeiträume einteilen und für jeden Zeitraum einen bestimmten Wert haben und diese dann ebenfalls sozusagen über diskrete Werte repräsentieren können. Was sozusagen, egal ob wir Text, Bild oder Ton haben, am Ende sozusagen erstmal eine Reihe von Nullen und Einsen endet. Und diese Nullen und Einsen, diese Repräsentation dieser jeweiligen Inhalte, wird dann sagen, in einer Infrastruktur wie beispielsweise im Rechnersystem oder in einem, im Internet bereitgestellt. Dabei, und das hatte ich gesagt, wird Inhalt und Form, werden Inhalt und Form getrennt. Wir haben einerseits sagen, die Präsentation der Inhalte und der Informationen auf seiner Datenebene, eine Art Datenschicht, wenn wir es so möchten. Um diese jedenfalls jedoch dann wiederum zugänglich zu machen, nutzen zu können, brauchen wir wiederum eine Präsentationsschicht, eine Anwendung, verschiedene Anwendungen, um beispielsweise uns die Videos anschauen zu schauen, PDF-Texte zu lesen und so weiter. Das heißt, dass Inhalt und Form dadurch getrennt ist und auch jede Repräsentation, die wir dann sozusagen wiederhergestellt haben oder sozusagen präsentiert wird auf Grundlage der Daten, ist immer eine mögliche Repräsentation von diesen Daten. Und letztlich, und das ist ebenso wichtig, sind Daten nicht konstant, sondern stetig veränderbar. Indem sie gespeichert werden, sind sie nicht wie in einem Buch sozusagen, wo das festgeschrieben ist und sofort nachvollziehbar ist, wo was geändert wird, wenn jemand reinschreibt oder was durchstreicht, sondern sie können sagen, Daten und durch Daten repräsentiertes Wissen kann ständig im Fluss sein und kann ständig sozusagen in neue Formen umgewandelt werden. Das weiß jeder.
glaube ich, das brauche ich nicht erklären, wie rasch man heutzutage PDFs ändern kann. Ja. Aber das Gleiche, und damit sagen Texte, gilt auch für Bilder. Hier ein kleines Beispiel. Also Sie haben hier ein Bild von Otto von Bismarck, 1881, mit Stock und Hut. Was aber, und das ist jetzt wichtig, eben kann nicht das Foto an sich ist, sonst nur dessen digitale Repräsentation als Daten, datenförmig. Und diese Daten kann ich nun entsprechend wiederum aufnehmen, verändern und zum Beispiel, genau, mit dem, was werden vielleicht einige gesehen haben, was in letzter Zeit auch über Twitter wandert, mit einem Deepfake dann entsprechend weiterverarbeiten und in neue Formen bringen. Das heißt, sagen durch verschiedene Verfahren, in dem Falle halt dann GNA-Netze und maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz, kann ich sagen, das Bild, diese Daten, die mir mit dem Foto gegeben sind, dann kombinieren, mit anderen verbinden und sozusagen in eine neue Form bringen und verändern. Was wir natürlich in Geschichtswissenschaften machen möchten, ist nicht unbedingt das, was man vielleicht jetzt gerade als Spielerei betrachten könnte, aber was auch vielleicht die Gefahren zeigt davon, von der ganzen Sache. Und was wir möchten, ist es natürlich, das Ganze zu nutzen, um sagen, die Daten oder die Informationen, die auf Datenebene hinterlegt sind, mit verschiedenen Tools und verschiedenen Hilfsmitteln, mit verschiedenen Methoden zu analysieren und damit neues historisches Wissen zu gewinnen. Das kann ich machen beispielsweise auf Textebene mit einer diachronen Textanalyse mit Diacolo. Ich kann aber dafür auch entsprechende Programmbibliotheken in Python benutzen für eine Text- oder Datenanalyse. Oder ich kann beispielsweise, wenn ich über Bilder mit Bildern arbeite, verschiedene Methoden des maschinellen Lernens benutzen, beispielsweise, um mir in großen Handschriftenbeständen alle Wappen Repräsentationen von heraldischen Darstellungen annotieren zu lassen. Das funktioniert alles dadurch, dass ich hier dann das auf der Datenebene machen kann. Nun ist es so, dass nach der Medienwandel sagen nicht, oder besonders die Verschriftlichung, sagen die Entstehung der Schriftlichkeit nicht ein großer, sagen Komplex ist ein großer Prozess, sondern dass man hier zwei verschiedene Prozesse unterscheiden kann. Das ist einerseits der mediale Wandel und zum anderen der konzeptionelle Wandel. Der mediale Wandel wird auch dann Verschriftung genannt. Das heißt, die Schrift wird hier einfach nur als Textspeicher für gesprochene Sprache genutzt. Man kann das sozusagen konzeptionell als medialer Wandel verstehen, wenn man das beispielsweise für Schwurformeln sieht oder für Protokolle oder wortwörtliche Wiedergabe von Reden. Man kann aber auch zum Beispiel, wenn man zurück ins Mittelalter geht, in Urkunden darunter verstehen, die nur einen bestimmten Rechtsakt sagen, aufzeichnen, aber nicht der Rechtsakt selbst sind. Weil das passiert dann erst in der Verschriftlichung, wenn wir tatsächlich sagen, die Möglichkeiten, die mit Schriftlichkeit gegeben sind, naja, sozusagen, dass man Dinge festschreiben kann, dass man damit komplexe Wissensgebilde und folgenderweise Referenzsysteme aufbauen kann. Erst dann haben wir sagen, einen konzeptionellen Wandel, ja, wo tatsächlich sagen, neue Formen, neue Texte, neue Schriftstummen entsteht und damit auch neue beispielsweise gesellschaftliche Institutionen, politische Institutionen und so weiter. Das heißt, bei dem einen bleibt die Gebrauchslogik gleich, nur das Medium ändert sich. Und im konzeptionellen Wandel, in der Verschriftlichung, wird tatsächlich auch sozusagen, verändert sich auch die Logik, wie man das gebraucht, das Medium. Und damit sozusagen die Dinge, die man in dem Medium gebraucht. Es ist ganz spannend zu sehen, dass es offensichtlich bei verschiedenen Sachen, Medienrevolution, ähnlich ist, zumindest bei denen, mit denen, oder die ich ein bisschen näher kenne, weil auch beim Buchdruck ein ähnlicher Prozess zu beobachten ist. Wir haben beispielsweise ursprünglich die Handschriften und dann einen Buchdruck, wo wir in der Inkunabelphase immer noch den Versuch haben, erstmal sagen, die Handschrift nachzuahmen und sozusagen nur einen schnelleren Prozess zu haben, um sagen, handschriftenähnliche Reproduktionen anzufertigen. Das ist das, was sozusagen noch im 15. Jahrhundert als Inkunabel bezeichnet wird. Und erst in der Postinkunabelzeit entstehen dann sagen, neue Typen, neue Formate, zum Beispiel auch die Front, die
die Titelseite entsteht, so wo wir sagen, tatsächlich einen grundlegenden Wandel haben, der sich erst verzögert. Also wir haben erst auch hier in gewisser Weise einen medialen Wandel und dann einen konzeptionellen Wandel. Und die Frage ist, ob wir so etwas Gleiches, Ähnliches vielleicht auch bei der Digitalisierung beobachten können. Wenn wir uns die Geschichte, das sozusagen nur versucht, das ein bisschen zu fassen, die Geschichte der Digital History oder der digitalen Geschichtswissenschaften anschauen, beginne ich schon lange sozusagen von dem, was wir vielleicht als sozusagen Digitalisierung verstehen. Und es gibt einen langen Vorlauf, der aber tatsächlich sagen auch eng gesellschaftlich verankert ist. Gerade in den 60er Jahren dann gibt es Veränderungen in der Computerproduktion, besonders in der Konzeption, Herstellung von Computern. Relativ schnell haben wir dann auch die Geisteswissenschaften und die Geschichtswissenschaften dabei. Dann kommt der Personalcomputer oder der Kleincomputer. Nur die Schwierigkeit in dieser Zeit, dann für die Kollegen, so hatte ich das zumindest aus den Texten auch entnommen, war vor allen Dingen, dass man immer erstmal die historischen Informationen in Daten umwandeln musste, bevor man sie überhaupt verarbeiten kann. Was man vielleicht dann in der für die Zeit auch als einen Turn bezeichnen könnte, weil man erstmal einen extra Schritt gehen muss, um tatsächlich das Ganze dann umsetzen zu können. Am Anfang, also zumindest was auch die älteren Kollegen sich immer wieder gerne erinnern, haben wir die Lochkarten, die gestanzt werden mussten und dann eingelesen werden mussten, um dann entsprechende Dinge bearbeiten zu können. Und danach gab es zumindest für den Austausch dann die Disketten, die aber einen bestimmten Größe nur hatten, oder CD-ROMs, wo wir vielleicht auch einige sich noch erinnern, wo man versucht hat, größere Quellensammlungen, größere Datensammlungen auch sagen über CD-ROMs entsprechend zugänglich zu machen. Aber sagen, das Ganze war in dem Falle noch materiell gebunden und sozusagen in einem kleineren System. Das Ganze ändert sich dann erst mit dem World Wide Web, mit sagen dem Einführung des Internets, womit, wenn wir uns die einen kleinen Blick in die sagen Fachgeschichte, eigentlich, wenn wir uns den Diskurs anschauen, alles, was davor war, eher sagen ausgeblendet wird. Ja, man hat zumindest, wenn man die Literatur anschaut, das Gefühl, dass alles sozusagen dann erst begann, obwohl man für die Zeit vor 93 oder vor 94 schon über 700 Titel sagen nachweisen kann oder finden kann, wo es um sagen Computer- und Geschichtswissenschaften geht. Genau, aber was passiert dann seit den 1990er Jahren? Wir haben eine massive Digitalisierung der Gesellschaft und wir haben auch sagen viel mehr und viel deutliche Digitalisierung der Geschichtswissenschaften oder ihrer Quellen, die dann dadurch etwa digitalisiert oder genuin digital immer sagen in einer größeren Menge, in größerer Masse vorkommt oder vorhanden ist. Ich habe das ganz schnell und werde das aber sozusagen nicht genauer darauf eingehen. Aber das hatte Jörg Wettlauf ja auch schon gesagt. Wir haben ganz viel Daten mittlerweile oder ganz viel Quellen mittlerweile, die als Daten zur Verfügung stehen, beziehungsweise als Digitalisate. Wie zum Beispiel bei Prometheus, nur um eins zu nennen, 2,7 Millionen Bilder für Geschichte und Kunstgeschichte oder im Monasterium über 500.000 Urkunden, die dann verzeichnet sind. Hinzu kommen seit den 90ern, dann auch beziehungsweise mit den sozialen Netzwerken seit den 2010er, die ganzen sozialen Netzwerke und die Fachkommunikation, wozu wir ja auch die Tage dann noch was von Frau Althake, aber auch von Herrn Ramisch und Frau König hören werden. Gleichzeitig haben wir digitales Archivgut, was uns nochmal deutlich geworden ist, beispielsweise mit den Cablegate oder den E-Mails von Hillary Clinton, wo wir zumindest einen Eindruck bekommen konnten von dem, was sozusagen auch als digitale Quellen sozusagen auf uns zukommt. Und man kann sozusagen spekulieren, was noch so an anderen digitalen Quellen vorhanden sind, schon allein zum Beispiel Wikipedia als Quelle. Der Punkt ist, den ich damit machen wollte, weil ich wollte ja fragen, inwieweit es vielleicht tatsächlich sagen, diesen Unterschied zwischen einem medialen und einem konzeptionellen Wandel gibt. Und ich glaube, wir sind sozusagen, haben da häufig erstmal sozusagen so einen ersten Schritt gemacht in dem Medienwechsel, wo nämlich die Präsentationsschicht erstmal sozusagen im Zentrum steht. Das Repräsentationsmedium ändert sich, aber die intendierte Bearbeitungsweise bleibt immer noch die gleiche, sagen die klassisch hermeneutige. Das heißt, dass es sagen die
Inhalte, die Dokumente, die Quellen bereitgestellt werden, dass sie entsprechend als Texte, also als Texte gelesen werden, Bilder als Bilder gesehen werden, zum Teil noch erweitert durch solche Dinge wie Volltextsuche und Verschlagwortung. Ja, um sozusagen noch schneller sagen, in den Texten sich orientieren zu können, wie in einem besseren Register. Aber die Idee ist, dass sagen, der einzelne Forschende erstmal alles, sagen, das, was repräsentiert wird, liest. Dabei werden die einzelnen Projekte, wie sagen, einzelne Objekte verstanden, wie einzelne Bücher, einzelne Werke. Ja, sagen, diese Präsentationsschicht, das, was am Ende, ist das, was am Ende ins Netz gestellt wird und was sozusagen das Werk, was das Ergebnis ausmacht und was auch den, letztendlich sozusagen den Zugang zu der Arbeit, zu den Quellen liefert. Ja, das hat man, weil ich gucke kurz auf die Uhr, es hat man beispielsweise bei, häufiger bei Zeitschriftenarchiven, ich habe hier einfach nur ein paar Beispiele wild zusammengewählt, wo man zum Beispiel eine Zeitschrift von 1885 hat, dann, das kann man hier vielleicht nicht sehen, hat man auch einen Download-Button, aber der Download-Button funktioniert tatsächlich nur für jede einzelne Seite. Ansonsten findet man nirgendwo, wo man sagen die Zeitschrift als PDF oder als Volltext oder als Bild runterladen kann. Sonst sagen, man hat immer sagen dieses Interface und diese Präsentationsschicht als sagen die einzige Ebene sagen mit dem Material zu interagieren. Und wir kennen alle auch sozusagen diese Funktion, das möglich haptisch nachzugestalten, dass es so aussieht wie umblättern. Und auch bei digitalen Editionen ist es relativ verbreitet, dass sozusagen die digitale Edition selbst sozusagen die Aufbereitung, Präsentation als sozusagen das abschließende Werk verstanden wird und man aber gar nicht an die Daten selbst rankommt, sondern es nur um die Arbeit und die Art und Weise, wie sie uns über eine bestimmte Applikation bereitgestellt werden. Ja, wenn wir dann die beispielsweise Edition anschauen, dann sehen wir, dass nicht mal ein Viertel oder sagen ein Fünftel von den Editionen, die zumindest Greta Franzini in ihrem Katalog zusammengetragen hat, tatsächlich auch die Daten zum Download bereitstellt. Ja, sonst ist es immer sagen, diese Präsentationsschicht, mit der wir interagieren. Das Gleiche gilt auch für so spannende Projekte, wo man ganz viel Material hat und spannende Daten hat, wie bei den Verhandlungen des Deutschen Reichstags, die ich zwar sozusagen dann als PDF runterladen kann, aber ich habe zum Beispiel auch die Informationen zu den Abgeordneten strukturiert hinterlegt. Aber ich kann sozusagen das immer nur über die Datenbankmaske abfragen, aber nicht die Daten selbst benutzen. Wenn wir jetzt sozusagen zu einem eher konzeptionellen Verständnis von Digitalisierung an unseren Zugang auch sagen oder einen Umgang mit digitalen Daten und über in digitalen Daten repräsentierten Quellen reflektieren wollen und sozusagen hinterfragen wollen, dann muss man fragen nochmal, was die Eigenschaften von digitalen Daten waren. Ja, diese Trennung von Form und Inhalt, damit die Vernetzung und Kombinierbarkeit der Daten und die Veränderbarkeit der Daten durch maschinelle Verarbeitung. Das heißt, wenn wir das nutzen wollen, was uns das Medium bietet, sollten wir eigentlich auf die Präsentationsschicht, sondern auf die Daten selbst kommen und sagen, die Daten selbst entsprechend bereitstellen und weiterverarbeiten können. Weil da sozusagen erst tatsächlich die ganzen Potenziale dann freigelegt werden, die wir sozusagen durch die Digitalisierung haben. Das heißt, dass wir neue Methoden für die Analyse der Daten oder der sozusagen als Daten repräsentierten Quellen und Informationen einsetzen können. Das heißt also, wenn die Dinge schon als Daten vorliegen, sollten wir sie auch als Daten verarbeiten können und sollten sie auch als Daten verarbeitet werden. Ich mache das ganz abschließend noch ein kleines Beispiel, was mir aus einer Lehrveranstaltung stammt, wo wir uns die Germania Sacra ein Stück näher angeguckt haben. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, auch sozusagen, wie diese Entwicklung von Umgang mit Informationen, mit Quellen, mit Daten in den Geschichtswissenschaften sagen, sich entwickelt. Wir hatten ursprünglich, das ist die Germania Sacra, also ein Verzeichnis von Personen und Institutionen im Alten Reich, kirchlichen Personen und Institutionen im Alten Reich. Und das lag sagen, zunächst als Druck vor. Dann wurden das sagen, gescannt und als PDF zugänglich gemacht. Und die Information, also wir haben dann Personenlisten, wo immer sagen, bestimmte Informationen zu den Personen zusammengetragen wurden. Und die wurden dann von den in strukturierte Daten übertragen und als Datenbank zugänglich gemacht. Wo ich, wie man hier sehen kann, beispielsweise danach fragen kann, welche Domherren in Münster dann zwischen 1350 und 1530, welche anderen, beziehungsweise überhaupt, wer überhaupt die Domherren waren. Genau, das ist dann die Ausgangsfrage. Ich kann sozusagen alle Domherren zusammentragen auf diese Art und Weise.
Ich wollte aber dann wissen, was Sie eigentlich sagen für andere Ämter gleichzeitig hatten und welche Verbindungen zu anderen Städten, zu anderen Institutionen, sagen, in diesen Daten sind. Und das ist tatsächlich, sagen, so eine Verknüpfung eher schwieriger über so eine Datenbank zu realisieren und zu analysieren. Weil ich müsste dann sagen, hier jedes Mal auf Detail klicken, um dann wiederum zu sehen, was für eine Liste von anderen Funktionen dann wiederum dieser Person zugeordnet ist. Glücklicherweise finden wir bei der Germania Sacra aber das hier unten, nämlich eine Datenschnittstelle, wo ich, also na, das ist sagen die Germania Sacra, die Datenbank ist die Präsentationsschicht. Hier habe ich die Datenschnittstelle und hier komme ich sagen auf dieser unteren Ebene raus, wo ich die Daten weiterverarbeiten kann und kann mir das zum Beispiel als Turtle dann ausgeben lassen, die ganze Liste und die dahinterliegenden Informationen. Die kann ich dann wiederum anreichern, sei es mit Daten aus der GND oder aus Wikidata. In dem Falle musste ich mir noch die Geodaten, die waren sagen da nicht direkt zugänglich, sondern es noch aus einer anderen Datenquelle einbeziehen. Aber ich konnte sagen, wenn ich möchte, dann auch sagen, das, was ich in Wikidata zu den Institutionen finde und in der GND zu den Personen und so weiter, entsprechend noch mit in meine Interpretation oder in meine Analyse mit einbeziehen. Und das Ganze ne, habe ich dann sagen miteinander verbunden und konnte dann beispielsweise das in dem Falle mit Peletio visualisieren, wo man da tatsächlich die Frage hat, wie sagen die Domherren in Münster, welche anderen sagen Institutionen oder in welchen anderen Institutionen bei anderen Städten sie sagen ebenfalls Ämter hatten und wo man tatsächlich, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, dann sehen kann, dass es dann bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts ein breiter gefächertes Netzwerk war, wenn man so möchte. Und dann tatsächlich das Ganze deutlich geringer wird und deutlich lokaler. Und das Ganze, dass das um die Mitte des 15. Jahrhunderts passiert, ist, wenn man die Geschichte kennt, dann auch relativ einfach zu interpretieren auf Grundlage dessen, was man sieht. Nämlich dann gibt es die Stiftsväter, die einen grundlegenden Wandel dann nochmal herbeigeführt hat. Das heißt, dass wir sagen, hier diese ganzen verschiedenen Daten auf der Datenebene nicht mehr sozusagen nur das, was ich in dem Interface finde, sondern es die Daten nutze und sagen, neu interpretieren kann. Das heißt, für uns sozusagen, und das ist das, worauf ich hinaus möchte, dass man sozusagen einen medialen Wandel und einen konzeptionellen Wandel unterscheiden kann und dass der konzeptionelle Wandel, wenn sagen, meint, dass wir tatsächlich reflektieren müssen, was Digitalität als Medium meint und was es uns zur Verfügung stellt. Und das heißt für uns zunächst Forschungsdaten, dass wir sagen, nicht nur die Präsentationsschicht brauchen, sondern auch die Daten brauchen, um damit weiterarbeiten zu können. Sei es, dass sie über API, also über Schnittstellen bereitgestellt werden oder Datadumps. Das heißt aber auch, dass wir darüber nachdenken müssen, inwieweit auch Geschichtswissenschaften oder zumindest digitale Geschichtswissenschaften auch noch stärker so eine Data Culture bilden müssten, wo wir sagen, das Prinzip von Data First oder Data Centricity als ein wichtiges Prinzip zu verstehen wäre. Was das meint, ist, dass man die Daten also in den Mittelpunkt stellt, als Grundlage nimmt und nicht sozusagen die unterschiedlichen Applikationen, die unterschiedlichen Repräsentationen der Daten. Weil die leiten sich ja immer sozusagen aus den Daten ab. Und das ist sozusagen das, was auch Data Culture im Business meint oder im Unternehmen meint. Und ist das, was wir sagen, auch gesamtgesellschaftlich beobachten, dass sozusagen die Daten im Zentrum stehen und nicht mehr sozusagen das, was damit gemacht wird. Na, erst dadurch können wir tatsächlich die Erkenntnispotenziale oder nutzen die uns sozusagen über dieses Medium und über die Bereitstellung der Informationen als Daten geboten werden. Und wir können auch die große Menge von digitalisierten oder genuinen digitalen Daten handhabbar machen und produktiv nutzen. Was sich demnach anschließt, und damit bin ich fast am Ende, ist, dass wir sagen, neben den Daten, um die Daten tatsächlich nutzen zu können, brauchen wir auch eine Methodenentwicklung, Methodenreflexion. Und zwar eine explizit digital-historische Methodenentwicklung und Reflexion, dass wir den historischen Methoden, die wir sagen klassisch entwickelt haben, entsprechend auch in unseren digitalen Methoden wiederfinden und dass wir auch immer reflektieren, was wir eigentlich machen. Und ich glaube, das wird dann auch bei Andreas Fickers dann heute Nachmittag sagen, im Kontext von digitaler Hermeneutik näher beschreiben. Und was wir brauchen letztendlich ist auch eine Theorieentwicklung, weil um tatsächlich gute Methoden entwickeln zu können, brauchen wir ein Verständnis dafür, noch stärker, wie Geschichte funktioniert,
wie Dynamik, historische Dynamik funktioniert, wie wir mit Unsicherheiten und sowas umgehen müssen, mit Ambiguitäten. Das heißt, wir sagen, wir brauchen dazu auch noch eine Theorieentwicklung. Ganz kurz meiner Meinung nach vorgestellt. Ich möchte, okay, ich bin dann so direkt am Schluss. Ich möchte ganz kurz noch mit einem kleinen Zitat enden. Die Nutzung von Computern in den Geschichtswissenschaften hatte früher etwas Sektiererisches an sich. Eine kleine Gruppe engagierter Leute musste sich gegen eine überwältigend skeptische Mehrheit verteidigen, was dazu führte, dass bei den meisten Konferenzen zu dem Thema fast jeder so froh war, den anderen Menschen mit den gleichen Interessen zu treffen, dass da nicht sehr viel über die Vorteile eines bestimmten Ansatzes und so weiter diskutiert wurde. Mittlerweile hat man die eher messianischen Äußerungen der Anfangsjahre hinter sich gelassen, die einer deutlich nüchternen Betrachtung der Praktiker Platz gemacht haben. Über die Nüchternheit hinaus muss der nächste Schritt die Entwicklung einer gemeinsamen Basis sein, auf der all jene Probleme diskutiert werden können, die nicht so selbsterklärend sind, wie es manchmal scheint. Und ich hoffe, dass ich auch so sagen, jetzt gerade mit meinem Beitrag sozusagen nicht das sagen, was erklärt habe, was eh schon allen klar ist. Aber ich denke, dass wir darüber sprechen müssen, darüber diskutieren müssen. Wichtig ist vielleicht noch kurz zu sagen, woher das Zitat kommt. Das stammt von 1991 von Manfred Haller aus einem Aufsatz The Need for a Theory of Historical Computing. Das heißt zu sagen, dass wir damals schon genau vor den ähnlichen Problemen und ähnlichen Herausforderungen standen wie heute. Und ich hoffe, dass wir das heute auch mit der Tagung noch in eine ganz andere Richtung, eine neue Richtung führen können. So, vielen Dank.